Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Heute habe ich wieder eine Bastelidee für euch, und zwar so eine Stiftbox. Die eignet sich, um so einen Kuli zu verschenken. Und ich habe die in verschiedenen Designs gemacht, hier mit dem neuen Designerpapier geteilte Leidenschaft. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Wir brauchen dazu ein Stückchen Farbkarton in A4. Ich habe schwarz genommen. Und zwar schneiden wir uns da jetzt als erstes einen Streifen in der Breite von 1,5 cm ab. Und zwar hier, also wir legen die lange Seite oben an und schneiden uns jetzt von der Länge 1,5 cm ab. Machen wir so ein ganz kleines bisschen weniger wie 1,5, also so, dass das Papier kurz vor dem Strich ist von der 1,5, und schneiden dann erstmal einen Streifen ab. Und schneiden uns jetzt zwei Stückchen ab in 9,8. So, das A4-Papier reicht dann genau für zwei Verpackungen. Und auch die, da brauchen wir jeweils nur einen Streifen. Also wir haben jetzt einen Streifen von 1,5 mal 9,8 cm. Den legen wir mal beiseite. Und jetzt müssen wir uns die Länge von dem DIN A4-Blatt auf 27,5 kürzen. So, das kann weg. Und dann brauchen wir eine Breite von 10 cm. So, das zweite Stück können wir auch gleich schneiden. Das ist dann, wie gesagt, für die zweite Verpackung. Jetzt für die erste Verpackung brauchen wir also nur ein Stückchen. So, jetzt haben wir also ein Stück in den Maßen 10 x 27,5 cm. Und das falzen wir uns jetzt an der langen Seite, legen wir es hier rechts, bei einem Zentimeter an und falzen es. Und dann bei 2,5. Dann legen wir es hier links an, bei 10 cm. Also ich habe das einmal gedreht, dass meine zwei Falzlinien jetzt hier sind. Lege es dann bei 10 cm an und dann noch einmal bei 11,5. Dann legen wir uns die kurze Seite oben hin, und zwar die, wo die Falzlinien hier sind. Also wir haben ja hier vier Falzlinien und hier ist gar keine Falzlinie. Und jetzt legen wir uns die Seite mit den Falzlinien nach oben hier hin. Und zwar auf der rechten Seite bei einem Zentimeter. Und falzen jetzt von oben runter bis hier zur letzten Falzlinie. Und dann das gleiche nochmal bei 2,5. Auch wieder von oben bis zur letzten Falzlinie. Und jetzt lassen wir es so drin und schneiden jetzt mit der Schneideklinge von unten auch zu, bis zu dieser, also von unten dann bis zur ersten Falzlinie hoch schneiden mit der Schneideklinge. Und das gleiche machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Also wir legen es jetzt wieder auf der rechten Seite an bei einem Zentimeter. Müssen jetzt aber von unten falzen, weil jetzt die Falzlinien unten sind. Also von unten bis zur letzten Falzlinie falzen. Dann bei 2,5 cm anlegen. Und auch wieder von unten bis zur letzten Falzlinie falzen. Und jetzt schneiden. Von oben bis zur ersten Falzlinie. So, dass es jetzt so aussieht. Also wir haben jetzt oben hier die beiden Seitenteile abgeschnitten, und hier unten haben wir unsere ganzen Falzlinien. Man kann es schneiden, wir müssen noch das kleine Stückchen, was wir vorhin abgeschnitten hatten, das müssen wir jetzt auch noch falzen, und zwar auf beiden Seiten bei 1 cm und bei 2,5. Auf der anderen Seite genauso, bei 1 und bei 2,5. So, und jetzt kann unser Schneidebrett weg. Dann wird das Ganze jetzt eingeschnitten. Also wir schneiden erstmal hier unsere beiden seitlichen Laschen einmal ab. Und das kleine Quadrat hier drin, das gibt eine Klebelasche. Das heißt, die wird rechts und links abgeschrägt. Und dieses Verlängerungsteil hier wird abgeschnitten. Das brauchen wir nicht.
Dann hier diese innere lange Lasche, das gibt das Seitenteil. Das wird also gerade abgeschnitten. Und die äußere ist dann wieder die Klebelasche, die wird abgeschrägt. Genauso auf der anderen Seite. Also erstmal gerade abschneiden bis zur zweiten Querfalz, weil das die Seitenlasche ist. Und jetzt die Klebelasche, die wird hier jetzt arg abgeschrägt, damit die sich nachher nicht überlappt. Das zeige ich euch dann nachher noch. Das kleine Quadrat hier drin ist wieder Klebelasche, das kann man also wieder abschrägen. Die Verlängerung wieder abschneiden. Die zwei Vierecke können ganz raus. Die mittlere lange Lasche ist wieder Klebelasche, die wird jetzt auch wieder arg abgeschrägt. Dieses zweite lange Teil ist wieder Seitenlasche. Und jetzt wird genau das gleiche gegenüber gemacht. Also hier wieder abgeschrägt. Das hier wieder Verlängerung abgeschnitten. Das Seitenteil hier wird gerade eingeschnitten bis runter. Klebelasche wird hier auf der Seite arg abgeschrägt. Der anderen Seite nur ein bisschen abgeschrägt, wieder gerade runterschneiden und diese Klebelasche wieder auf beiden Seiten abschrägen und die Verlängerung hier wieder entfernen. So, sollte das Ganze also so aussehen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier das lange Teil mit der Handstanze gewählter Anhänger einmal abstanzen. So, und dann brauchen wir unser kleines Stückchen von vorhin. Das falzen wir jetzt gerade an den gezogenen Falzlinien einmal nach. Und jetzt brauchen wir noch die Lochausstanzung für den Stift. Da wird ja hier oben so eingesteckt. Da habe ich ein Loch eben ausgestanzt, wo genau dieser Kuli durchpasst. Und zwar ist es jetzt, falten das ja so zusammen, dann wird hier an dieses äußere Teil, das ist ja dann nachher hier in der Schachtel oben, wo das Loch rein muss. Das heißt, wir müssen jetzt hier an dem Teil die Mitte uns markieren. Einmal hier, ich stanze es von innen. So mache ich mir die Markierung auch von innen bei 2,5. Und in der Höhe etwa bei 0,7. Und das Ganze mache ich hier auf dem Stegteil auch. Und jetzt brauchen wir eben so eine Kreisframelet. Ich habe da jetzt, das ist bei mir jetzt 1 Zentimeter im Durchmesser. Und das sollte halt zum Kuli passen, den man verpacken möchte. Bei mir passt ja jetzt genau der Kuli in diesen Kreis rein. Viel dicker sollte der Kuli aber auch nicht sein, sonst passt die Verpackung nicht. Weil ich habe die jetzt eben auf meine Kulis, die ich verpacken wollte, ausgemünzt, sodass das, wenn jetzt der Kuli dicker wäre und ich einen dickeren Kreis ausstanzen müsste, dann wäre die Verpackung eben zu schmal. So, jetzt wird also quasi hier der Kreis ausgestanzt und hier. Und wenn wir das dann gemacht haben mit der Big Shot, dann sieht das Ganze so aus. Und dann können wir jetzt mal hier die ganzen Falzlinien nachfalzen mit dem Falzbein. So, und damit beginnen wir jetzt auch, dass wir diesen Innensteg hier an diese erste Falz hier aufkleben, weil das ja dann nachher der Boden ist von der Box. Und wenn ich jetzt bloß das Loch hier oben hätte und ich stecke mir den Kuli rein, dann kann der in der ganzen Box so hin und her wackeln und das hat mir nicht gefallen. Deswegen klebe ich jetzt hier unten den Steg ein, sodass wenn ich den Kuli oben reinstecke, dass der hier unten auch nochmal fest ist. Und dann eben nicht so wackeln kann in der Box.
Dazu nehme ich mir jetzt meinen Flüssigkleber, mache einmal auf die unterste Lasche und auf die seitliche Lasche Flüssigkleber drauf und klebe das jetzt einmal, also die kurze Lasche auf den Boden und die seitliche Lasche klebe ich dann hier von der Box die Seitenlasche gleich fest und das Ganze auf der anderen Seite, die kurze Lasche auf den Boden kleben und die Seitenlasche von der Box hier an die Seite ankleben und damit ist der Steg schon drin. Dann kann man jetzt die restliche Box zusammenkleben. Dazu mache ich hier an die Laschen wieder Kleber hin und klebe jetzt einmal die Box hier so zu. Und dann muss ich sie nur noch hier oben an den beiden Klebelaschen zukleben. So, und so sieht die jetzt von innen aus und deswegen haben wir die Seitenteile hier vorhin so arg abgeschrägt, damit es sich jetzt nicht überlappt und dann nicht so aufträgt. Also jetzt liegt die Klebelaschen so schön nebeneinander und jetzt machen wir an die drei Klebelaschen nochmal Flüssigkleber und kleben damit dann die ganze Box zusammen. So, dann zur Verzierung braucht man Streifen Designerpapier in der Breite von 4,5 cm. Ich nehme jetzt wieder aus der neuen Serie Geteilte Leidenschaft ein Stückchen Designerpapier und schneide mir da jetzt einen Streifen von 4,5 cm ab. Und auch der Streifen reicht jetzt wieder genau für zwei Verpackungen. Da brauche ich jetzt einmal ein Stück in 6,5 cm und eins in 7 cm Länge. Und aus dem Reststück bekomme ich jetzt eben nochmal das gleiche raus, sodass es für zwei Verpackungen reicht. So, hier tue ich mir die Ränder wieder mit Schwarz inken, weil ich das immer schöner finde. So, einmal über alle Seiten drüber. Und dann können wir das hier aufkleben. Das längere Teil kommt hier unten drauf und das kürzere wird hier oben angeklebt. Einmal der Kuli hier eingesteckt und dadurch, dass der jetzt eben unten auch in der Führungsschiene ist, wackelt der jetzt nicht hin und her. Da natürlich trotzdem rausfallen kann, habe ich einfach noch mal ein Bändelchen drumherum gebunden, sodass er da auch vorm Rausfallen ein bisschen geschützt ist. Und zwar habe ich da mit der schwarzen Kordel einmal drumherum gebunden. Schneidet man so ein Stück ab, dass man eben noch schöne Schlaufe binden können. Ich habe es dann hier durch den Kuli einmal so durchgeführt. Machen wir dann als erstes mal einen Knoten rein, dass das schon mal so ein bisschen einen Halt hat. Und jetzt kann er auch nicht mehr rausfallen, zumindest nicht mehr so leicht. Und dann kommt jetzt noch ein Schleifchen dran. Können die Enden vom Faden noch abgeschnitten werden.
So, dann fehlt nur noch unser Spruch. Und zwar habe ich da aus dem Stempelset Kleine Wünsche einmal das Geschenk für dich genommen. Stempeln wir das jetzt in Schwarz auf ein Stückchen Flüsterweiß. So, und stanzen wir das dann einmal mit der Kreisstanze 1 Inch. Stanze ich mir das einmal aus und tue mir auch hier wieder die Ränder einmal in Schwarz inken. So. Dann brauche ich ein Stückchen ein Reststückchen schwarzen Farbkarton und stanze mir hier einen Kreis in 1¼ Inch aus. Und für das Glitzerpapier hier drunter, da hebe ich mir immer von diesen Schaumküssen die Verpackung auf. Die ist ja innen auch so schön silber beschichtet und die eignet sich hervorragend zum Ausstanzen. Und da stanze ich mir jetzt aus dem 1¾ Wellenkreis einen Wellenkreis aus und werde das Ganze jetzt mit Dimensionals übereinander schichten. So, fehlt bloß noch ein Glitzersteinchen. Und zwar habe ich da einmal so einen ganz großen hier oben hingemacht, diesen mittleren hier unten irgendwo auf die Verpackung und dann noch einen von den kleinen hier auf den Spruch. So, und fertig ist unsere kleine Geschenkbox für so einen Kuli. Ich finde, es ist eine nette Geschenkidee, wenn man irgendwo ein Mitbringsel braucht und eben mal nichts Süßes schenken möchte. Und dann hoffe ich, habt ihr viel Spaß beim Nachbasteln und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss! Hier bin ich noch mal kurz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtest, dann kannst du das gerne über mich tun. Hier auf meiner Homepage findest du nochmal alle Infos darüber. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.